Für knappe 30 Jahre habe ich als Ermittler für paranormale Aktivitäten gearbeitet. Ich habe schon immer geglaubt, dass es mehr in unserer Welt gibt, als die meisten annehmen. Wie der untere Teil eines Eisberges, der unter dem Wasserspiegel unserer regulären Existenz liegt. Ich nehme an, dass es kaum einen anderen Grund gibt, diesen Job anzunehmen, als diesen Glauben. Zumindest ist es sicherlich nicht wegen des Geldes oder des Respekts, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass in meinen frühen Jahren in diesem Beruf mein Glauben an die Existenz der paranormalen Welt nicht auf die Probe gestellt wurde. Die ersten 4 Jahre über fand ich nichts. Kein Beweis für auch nur ein paranormales Phänomen in den Fällen, die ich übernahm. Es gab Horden von unbestätigten Geistersichtungen, Heimsuchungen, die durch natürliche Phänomene erklärt werden konnten, und es gab sogar ein oder zwei seltsame Streiche. Ich fing an mir zu zweifeln und fragte mich, ob ich einem Weg folgte, der mich ins Nichts führte. Ein Ziel, das nicht mehr als eine dunstige Fata Morgana in der Ferne ist. Zumindest war es so, bis ich einen Fall im Jahre 1997 übernahm. Die wohl größte Heimsuchung, die ich bis zum heutigen Tag hatte. Der Fall des grinsenden Mannes. Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich das Interview aufzeichne? Fragte ich. Ja, das ist in Ordnung, sagte Audrey. Wir saßen im Wohnzimmer ihres kleinen Zuhauses. Audrey saß mir gegenüber auf dem Sofa. Eine 35-jährige Frau, die aussah, als wäre sie näher an der 50. Sie war klein und nach vorn gebeugt, so als würde ein Gewicht auf ihren Schultern liegen. Ich stellte den Rekorder auf den Kaffeetisch und drückte auf den Aufnahmeknopf. Inn erwachte die Kassette drehend zum Leben. Audrey, vielen Dank, dass Sie mich gerufen haben, Ihr Problem zu untersuchen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihre Beschwerden ernst nehme und Sie entsprechend unter die Lupe nehmen werde. Und egal, was die Untersuchungen ergeben werden, also ob es sich hier um ein paranormales oder natürliches Phänomen handelt, ich werde mein Bestes geben, um die Wahrheit zu finden. Ich danke Ihnen. Bitte schildern Sie es mir von Anfang an. Sie seufzte und strich sich eine Strähne ihres Haares mit einer Hand hinter ihr Ohr. Ich konnte sehen, dass sie am Ende war. Ihr Gesicht trug tiefe Falten, die nicht zu ihrem Alter passten. Die Augen in dunklen Augenringen versunken und ihre Nägel waren kantig heruntergenagt. Was auch immer sie erlebte, ob nun paranormal oder nicht, es war echt für sie. Okay, ich denke, es fing alles an, als ich noch ein Kleinkind war, begann sie. So weit zurück? Ja, das sind zumindest meine ersten Erinnerungen an ihn. Ihn? Ich nenne ihn den grinsenden Mann. Sie zitterte, als sie dies sagte. Dieses Wesen verfolgt mich bereits mein ganzes Leben lang. Ich kann mich aus meinen Jahren als Baby noch an ihn erinnern. Es hat sich in meinen Verstand gebrannt. Er ist wie jemand aus den 40er oder auch 50er Jahren gekleidet, mit einem Trenchcoat und einem Fedora. Ich lag damals in meiner Krippe, als ich ihn das erste Mal sah. Er griff nach den Stäben, während er durch sie hindurch auf mich hinunterstarrte. Er ragte wie ein ominöser Berg ein wenig über mir. Allein daran zu denken, lässt mein Magen sich umdrehen. Und er grinste sie an. Ja, das machte er immer. Haben Sie jemals gehört, wie Menschen das Grinsen eines Psychopathen oder eines Geisteskranken beschreiben? Das Lächeln ist zwar da und scheint auf den ersten Moment freundlich, aber wenn man genauer hinschaut, kann man erkennen, dass ihre Augen nichts dergleichen widerspiegeln. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Sein Grinsen ist genauso. Es ist, als hätte er die Augen eines Reptils. Gefühlsam, kalt, irgendwie böse. Das musste auf Sie wohl eine immense Auswirkung gehabt haben, wenn Sie sich immer noch daran erinnern können. Begleitet er Sie bereits Ihr ganzes Leben? Ja, aber es ist sporadisch. Manchmal kann ich ihn jahrelang nicht sehen und manchmal öfter im Monat. Wie sieht denn eine typische Begegnung aus? Nun, er taucht aus dem Nichts auf und steht still wie eine Statue, während er mich mit seinem kranken Grinsen und diesem blassen Gesicht anschaut. Er kann zu jeder Zeit überall auftauchen, zum Beispiel zwischen den Bäumen, wenn ich im Park spaziere, oder in den Fenstern irgendwelcher Häuser, während ich die Straßen dort hinunterlaufe. Oder aber auch einfach in den Schatten meines Zuhauses, weil ich mir nachts ein Glas Wasser hole. Hat dieses Wesen jemals etwas getan oder gesagt? Nein, es ist immer still, immer unbeweglich. Nur seine Augen folgen mir. Interessant. Fühlen Sie üblicherweise etwas, wenn Sie dieses Wesen sehen? Ja, ich fühle eine immense Gefahr und eine Enge in meiner Brust. Fast so, als würde er imaginäre, längliche Finger nach mir ausstrecken und mein Herz zusammendrücken. Manchmal passiert auch etwas Schreckliches, nachdem ich ihn gesehen habe. Sie meinen, das Auftauchen des grinsenden Mannes ist ein Vorbote für ein traumatisches Ereignis? Ja, nun, nicht jedes Mal.
aber oft genug, dass meine Nerven mit mir durchgehen und ich immer mit einer Art dunklen Wolke, einer bösen Vorahnung umherlaufe, während ich auf etwas Schlimmes warte. Ist es Ihnen möglich, mir ein Beispiel zu nennen? Audrey seufzte und Tränen sammelten sich an den Rändern ihrer Augen. Ihr Blick wanderte aus dem Fenster. Wenn es für Sie zu anstrengend ist, brauchen Sie nicht... Nein, es ist in Ordnung. Sie griff nach einer Taschentuchbox auf dem Kaffeetisch, zog einige hinaus, schneuzte und tupfte ihre Tränen weg. 1993 war der wohl schrecklichste Vorfall. Ich war seit 3 Jahren mit meinem Mann verheiratet und hatte gerade unser erstes Kind, einen Jungen, zur Welt gebracht. Damals war er erst 4 Monate alt. Mittlerweile ging ich wieder zur Arbeit und kam eines Abends sehr spät nach Hause. Die Straßen wirkten beinahe wie tot, als wäre ein übler Sturm hindurchgezogen. Ich erinnere mich noch an die langen, bunten Lichter der Ampeln und Straßenlaternen auf der noch nassen Straße. Ich blieb an einer roten Ampel stehen und warf einen Blick nach rechts. Er war da, halb in den Schatten verborgen. Er stand auf dem Bürgersteig neben dem Zebrastreifen. Das Fußgängersignal leuchtete gerade grün, als hätte er darauf gedrückt, um die Straße zu überqueren. Dieses Grinsen ließ mein Herz hinunterrutschen, als hätte es sich in Stein verwandelt. Ich weiß nicht genau, wie lange ich dort stand, aber als die Fahrzeugampel wieder auf grün schaltete, bin ich so schnell wie ich konnte weggefahren. Als ich dann aber in den Rückspiegel schaute, sah ich seine Silhouette mitten auf der Straße stehen. In diesem Moment wusste ich genau, dass ich in dieser Nacht Schwierigkeiten haben würde zu schlafen. Ich zitterte und fühlte mich, als müsste ich mich übergeben. Letztendlich nahm ich eine Valium und ließ mich ins Bett fallen. Nahezu ohnmächtig schlief ich ein. Am nächsten Morgen schüttelte mich mein Mann wach. Sein Gesicht war blass, ein Ausdruck schierer Panik lag darin. Unser Sohn war in dieser Nacht gestorben. Sein Tod wurde als plötzlicher Kindstod eingestuft. In Stille saß ich da und gab Audrey einen Moment, ihre Emotionen herauszulassen. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, was ich denken sollte. Ihre Geschichte war einzigartig, weit weg von den üblichen Geistersichtungen, die andere hatten. Ich war fasziniert. Ich fragte mich aber, ob es eine mentale Sache war. Ich habe schon jemanden mit Schizophrenie kennengelernt, der glaubte, dass seine Halluzinationen das Resultat eines paranormalen Phänomens waren, wobei sein Zustand eindeutig erkennbar war, selbst für mich. Wenn Audrey krank war, dann nicht offensichtlich. Audrey, haben Sie jemals medizinisches Fachpersonal aufgesucht? Es kann sein, dass Ihre Sichtungen Halluzinationen sein könnten. Ja, habe ich. Ich hatte den grinsenden Mann mein ganzes Leben lang geheim gehalten. Wer würde mir auch schon glauben? Sogar von meinem Mann hatte ich es verborgen. Aber nachdem unser Sohn dann gestorben war, musste ich es ihm einfach sagen. Ich weiß nicht warum. Natürlich war er um mich und meine geistige Gesundheit besorgt. Er wollte, dass ich einen Therapeuten sehe. Zuerst lehnte ich dies jedoch ab. Wir hatten lange Zeit deswegen gestritten, aber letztendlich brachte er mich dazu, jemanden aufzusuchen. Und was kam dabei heraus? Nun, ich wurde durchgereicht und irgendwann mit einer Psychose diagnostiziert. Ich bekam Medikamente und ging 1-2 Mal pro Woche zur Therapie. Aber nichts davon half. Er tauchte weiterhin auf. Letztendlich setzte ich die Medikamente ab und hörte mit der Therapie auf. Eine Verschwendung von Zeit und Geld, soweit es mich damals betraf. Aber mein Ehemann sah das anders. Ihm gefiel es gar nicht, dass ich mit allem aufhörte und unsere Ehe fiel von da an einfach auseinander. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was ich sehe, echt ist. Darum habe ich mich an Sie gewendet. Ich nahm an, dass jemand wie Sie meine Geschichte wenigstens ernst nehmen würde. Ich nickte. Das tue ich. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb ich Sie aufgesucht habe. Erzählen Sie. Nun, ich brauche Hilfe. Ich sehe in letzter Zeit den grinsenden Mann immer häufiger. Er taucht öfter auf als je zuvor. Wie häufig? Alle paar Nächte in den letzten 2 bis 3 Monaten. Aber er taucht mittlerweile nur bei Nacht auf und steht üblicherweise vor meinem Schlafzimmerfenster und beobachtet mich. Letzte Woche sah ich ihn aber im Flur stehen. Ich habe noch nie mit geschlossener Schlafzimmertür geschlafen. Aber mittlerweile tue ich es. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Meine Nerven sind am Ende. Die Furcht erstickt mich dauerhaft. Ich glaube, dass bald etwas Schreckliches passieren wird. Aber Sie können es beweisen, oder? Sie können beweisen, dass er echt ist? Sie können mir helfen, ihn loszuwerden, richtig? Ich werde es versuchen, Audrey. Ich werde es versuchen. Nach dem Interview überprüfte ich ihr Zuhause auf elektromagnetische Felder. Starke EMFs können für Halluzinationen verantwortlich sein oder dieses gänsehautartige Gefühl, das sich den Nacken hinaufschleicht. Oft ist das der Grund, warum Leute glauben, etwas Paranormales gesehen zu haben.
In Wirklichkeit sind es aber nur schlecht verlegte Verkabelungen oder alte, dreckige Steckdosen, die die Elektrizität quasi in ihre Umgebung bluten. Solche EMFs können die Sinne eines Menschen schwer durcheinander bringen. Obwohl Audreys Sichtungen des grinsenden Mannes nicht an einem bestimmten Ort gebunden waren, nahm ich an, dass EMFs für ihre neuesten Sichtungen verantwortlich sein könnten, da sie hauptsächlich in ihrem Schlafzimmer stattfanden. Aber nach einem Rundgang durch das Haus entdeckte ich nichts Ungewöhnliches. Ich habe dann eine Kamera mit einem Stativ in ihrem Schlafzimmer aufgestellt. Sie stand neben dem Kopfende des Bettes und hatte ein vollständiges Bild über ihr Zimmer, einschließlich des Fensters an der gegenüberliegenden Wand und der Tür auf der rechten Seite, die in den Flur führte. Also die Orte, an denen sie zuvor den grinsenden Mann sah. Ich zeigte ihr, wie man mit der Kamera aufnahm und wies sie an, sie jedes Mal laufen zu lassen, wenn sie ins Bett ging. Ich gab ihr auch ein Nachtlicht, das sie in eine Steckdose stecken sollte, damit die Kamera etwas aufzeichnen konnte. Nachtsicht- und Wärmebildkameras waren damals weit außerhalb meines Budgets. In den nächsten 2 Tagen fuhr ich morgens an ihrem Haus vorbei, um das Band einzusammeln und zu überprüfen. Diese Nächte verliefen aber ereignislos. In der 3. Nacht bekam ich einen verängstigten Anruf von Audrey. Das Klingeln hatte mich wachgerüttelt. Die Uhr auf meinem Nachttisch zeigte 2:08 Uhr. Ich stapfte zum Telefon und als ich heranging, kam Audreys verzweifelte Stimme durch die Leitung. Er war hier, weinte sie. Er war hier, er wollte mich verletzen. Ich kam etwas mehr als eine halbe Stunde später bei Audrey an. Sie ging im Wohnzimmer auf und ab, eine vernachlässigte Zigarette brannte in ihrer Hand und die Aschespitze war so lang und blass wie ein Knochen. Sie murmelte immer wieder etwas vor sich hin. Kann ich kommen. Es dauerte etwa eine Minute, um sie zu beruhigen. Zuerst sah sie einfach durch mich hindurch, so als wäre ich nicht da. Ihre Pupillen waren klein und ihre Angst groß, während sie weiter murmelte, dass sie nicht entkommen konnte. Irgendwann brannten sich diese Worte in meine Ohren. Ich führte sie schließlich in die Küche und setzte sie hin. Ich fand etwas Kakao in den Schränken und machte ihr eine warme Tasse. Es schien ein wenig zu helfen. Ihr Zittern hörte auf. Ich werde mir das Band ansehen, sagte ich. Wollen Sie es sich mit mir ansehen? Sie schüttelte unnachgiebig den Kopf. Sie wartete in der Küche, während ich mir das Band anschaute. Sie hatte einen Videorekorder in ihrem Wohnzimmer an einen Röhrenfernseher angeschlossen. Ich setzte mich auf die Kante des Kaffeetisches und nicht auf das Sofa, um besser sehen zu können. Ich legte das Band ein und der Fernseher erwachte zum Leben. Es war der Blick auf Audreys Zimmer, das vom Nachtlicht in gedämpftes Orange getaucht wurde. Das Fenster am anderen Ende leuchtete im blassen Schein des Mondes. Das Videomaterial war nicht großartig. Wenn man es mit dem, was wir heute haben, vergleicht, war es sehr rudimentär. Die Bildqualität war körnig und schwankte manchmal so wie bei Videorekordern. Aber es reichte aus, um zu sehen, was ich brauchte. Ich spulte das Band schnell vor, bis der Text in der unteren rechten Ecke 1.30 Uhr lautete. Ich saß mit Stift und Notizblock in der Hand und habe auch noch heute meine Notizen von dem, was ich auf dem Band damals gesehen habe. 1.30 Uhr. Audrey schläft im Bett. Nichts Ungewöhnliches. 1.35 Uhr. Audrey wird sichtlich unruhig, wirft und dreht sich heftig im Schlaf umher. 1.38 Uhr. Audrey beruhigt sich wieder. 1.40 Uhr. Dunkle Gestalt läuft am Fenster an der gegenüberliegenden Wand vorbei. 1.42 Uhr. Dunkle Gestalt läuft wieder am Fenster vorbei, diesmal in die entgegengesetzte Richtung. 1.44 Uhr. Dunkle Gestalt steht vor dem Fenster. Figur sieht aus wie eine Person, möglicherweise trägt sie einen Hut. Die Gestalt ist zu dunkel, um Merkmale zu erkennen. 1.46 Uhr. Statisch. Das Bild wird zeitweise unterbrochen. Gestalt steht noch immer am Fenster. 1.50 Uhr. Die Figur ist verschwunden. Sie lief nicht oder bewegte sich. Einfach verschwunden. 1.51 Uhr. Audrey wird wieder unruhig. 1.52 Uhr. Zimmertür öffnet sich. Das war die letzte Notiz, die ich gemacht hatte. Zu diesem Zeitpunkt pochte mein Herz bis hoch zu meinen Ohren. Ein paar Sekunden, nachdem sich die Tür geöffnet hatte, scheinbar von selbst, erschien der Mann aus der Dunkelheit im Flur wie ein Dämon, der aus den Tiefen der Hölle auftauchte. Ich ließ meinen Notizblock fallen und starrte auf den Bildschirm. Selbst durch das körnige Filmmaterial und das statische Rauschen konnte ich das Grinsen auf dem Gesicht der Gestalt erkennen.
Der grinsende Mann. Das Nachtlicht ging plötzlich aus und der Bildschirm wurde schwarz. Es dauerte einige Augenblicke, bis sich die Linse an das dunklere Mondlicht angepasst hatte, das durch das Fenster kam. Und als dies geschah, war der grinsende Mann, eine dunkle Silhouette, direkt in der Tür zu sehen. Ich stand auf und näherte mich dem Fernseher. Ich beugte mich nach vorn, um einen besseren Blick auf den Bildschirm zu bekommen. Das Band schwankte stark und machte alles unkenntlich. Als das Bild jedoch klar wurde, hatte sich der grinsende Mann von der Tür zum Bett teleportiert. Direkt vor die Kamera. Er sah zu Audrey hinunter. Mein Herzschlag pochte durchgehend bis hoch in meinen Kopf. Das Bild schwankte weiterhin. Als es sich beruhigt hatte, streckte der grinsende Mann seine Arme nach unten zu Audrey. Sie trat und schlug jetzt im Bett umher. Die Hände des grinsenden Mannes schienen um ihren Hals gelegt zu sein. Die Decke wurde plötzlich vom Bett geworfen und eine große dunkle Wolke bewegte sich über den Bildschirm. Audrey zappelte und der grinsende Mann hielt sie weiterhin fest. Das Mondlicht schimmerte auf seine Zähne und ließ dieses diabolische Grinsen zu einem schimmernden, silbernen Fleck am unteren Teil seines Gesichtes werden. Wie sein Grinsen leuchteten auch seine Augen, blass vor manischer Freude. Eine längere, statische Störung. Ich stieß einen Atemzug aus. Ich bemerkte nicht einmal, dass ich ihn gehalten hatte. Das Nachtlicht leuchtete wieder. Audrey saß aufrecht im Bett und griff nach ihrem Hals. Der grinsende Mann war weg. Damals fühlte ich etwas in der Luft. Schwer wie Nässe. Ein starkes Gefühl, das Haus durchdrang. Ein Gefühl der Wut. Das Band hielt von selbst an und begann sich zurückzuspulen. Das Band jammerte mit einem lauten Ton im Rekorder. Das Bild auf dem Bildschirm wurde schwarz. Rauch sickerte aus den Lüftungsschlitzen des Rekorders und um die Ränder der Öffnungsklappe. Ich drückte auf die Auswurftaste und hoffte, das Band zu retten, aber das Knistern, das sich wie sich zerknittertes Zellophan anhörte, ließ mich mit wenig Selbstvertrauen zurück. Die Klappe öffnete sich und das Band flog heraus, so als ob es aus einer Kanone geschossen wurde. Das Durcheinander des zerbrochenen Gehäuses und verhedderten Bandes traf mich an der Brust und fiel zu Boden. Der Fernseher flog plötzlich aus dem Schrank, als wäre er von einer unsichtbaren Kraft geschoben worden und landete vor meinen Füßen, wobei der Bildschirm zersplitterte. Audrey kam alarmiert aus der Küche herein. Sie warf einen Blick auf den Fernseher, der kaputt auf dem Boden lag, dann auf das Band daneben und dann auf mich. Was ist passiert? Er ist echt, sagte ich atemlos. Ich sah ihn. Auf dem Band. Er ist echt. Vielleicht war es töricht zu glauben, dass das Verlassen des Hauses geholfen hätte, aber es war das Einzige, das mir in den Sinn kam. Ich brachte Audrey in ein nahegelegenes Motel und buchte uns benachbarte Zimmer. Ich saß ratlos auf der Bettkante. Ich hatte völlig unterschätzt, womit wir es zu tun hatten. Bis ich mir das Band angesehen habe, war ich mir nicht einmal sicher, ob das Wesen überhaupt echt war. Aber es war nicht nur real. Es war gefährlich. Ich habe einen engen Bekannten angerufen, der sich nicht sonderlich gefreut hatte, um 3 Uhr morgens geweckt zu werden. Er hatte für ein anderes paranormales Ermittlungsteam gearbeitet. Er war aber glücklich zu helfen, als ich ihm den Ernst der Lage erläuterte. Er gab mir die Nummer eines guten Mediums, das eine Lesung abhalten konnte, um vielleicht herauszufinden, womit wir es zu tun hatten. Ich hoffte auch, dass sie Methoden kannte, um das Wesen aus Audreys Leben zu verbannen, wenn es denn überhaupt möglich gewesen wäre. Ich beschloss, das Medium als erstes am nächsten Morgen anzurufen, aber es war für sie zu spät, um noch etwas tun zu können. Ich legte mich auf das Bett. Meine Gedanken verschwammen in einem Dunst aus Müdigkeit und dem Nachlassen meines Adrenalinspiegels. Mir wurde klar, dass ich zum ersten Mal auf etwas unter der Oberfläche der normalen Welt gestoßen war. Etwas Unheimliches, das sich in den tiefen und dunklen, trüben Gewässern darunter versteckte. Du kannst dein Leben so leben, als wäre dieser Teil der Welt nicht real. Viele tun dies. Und viele werden wahrscheinlich auch nie davon betroffen sein, aber du solltest wissen, dass diese Welt echt ist. Sie existiert und lauert in den dunkelsten Schatten um uns herum. Mit einigen Schwierigkeiten fiel ich letztendlich in den Schlaf. Mein kurzes Dösen von 3 bis zum Morgengrauen war unruhig. Ich hatte einen Albtraum. Ich ertrank in einem schwarzen Schlamm. Er war so dunkel wie der sternlose Nachthimmel über mir. Meine Arme und Beine kämpften sich durch die dicke, ölige Flüssigkeit, während ich versuchte, meinen Kopf über der Oberfläche zu halten. Mein Atem stockte und meine Brust wurde zusammengedrückt. Panik breitete sich in allen Poren meines Körpers aus, als die Gegenwart des Bösen meine Haut überzog. Und dann
Dunkelheit. Ich erwachte wegen des Sonnenlichts, das an den Rändern des schmutzigen Motelvorhangs vorbeileuchtete. Die Bettlaken waren durcheinander und meine Decke lag auf dem Boden. Mit einem krankmachenden Gefühl in meinem Bauch wurde mir klar, dass diese Szene genau das widerspiegelte, was ich nach dem Angriff auf Audrey sah. Ich eilte aus meinem Zimmer zu Audrey nebenan. Sie antwortete nicht auf das erste Klopfen, also klopfte ich lauter. Keine Antwort. Ich rief ihren Namen und klopfte weiter an die Tür. Immer noch keine Antwort. Dann eilte ich zur Rezeption des Motels und überredete sie, mich ins Zimmer zu lassen. Als wir eintraten, lag Audrey im Bett. Ihr blasses Gesicht ragte unter der Decke hervor. Ihre Lippen blau, ihre Augen leer und leblos. Sie starrte ins Nichts. Mein Herz sackte zusammen. Sie war tot. Ich träume oft von diesem Morgen, von dem Moment, als wir in dieses gottverlassene Zimmer gingen und Audrey tot auffanden. Ich werde es nie vergessen. Der Fall hat mich all die Jahre begleitet. Ich habe viele Male über die Details nachgedacht. Ich überdachte meine Handlung und frage mich, ob ich mehr hätte tun können. Ich versuche mir keine Vorwürfe zu machen. Ich weiß, dass es nicht gesund ist. Ich kann das Gewicht der Schuld, das noch immer auf meinen Schultern lastet, nicht herunterbekommen. Oder vielleicht ist es auch meine Leber, die die Hauptlast trägt. Fakt ist, sie ist zu mir gekommen, damit ich ihr helfe. Und ich habe nicht genug getan. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ich mich gerecht habe. Dass ich das Wesen aufgespürt und wie ein Held am Ende eines Hollywood-Actionfilms besiegt habe. Aber das Leben funktioniert nicht so. Abgesehen von meiner Erfahrung mit Audrey und dem engen Kontakt, den ich in dieser Nacht im schäbigen Motelzimmer hatte, muss ich den Weg des grinsenden Mannes noch immer kreuzen. Aber so ist diese Arbeit. Die Dinge werden nicht eingepackt und mit einer sauber gebundenen Schleife abgerundet. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die am Rande der Grenze zwischen der Welt, die wir kennen, und der Welt, die wir nicht kennen, liegen. Die Dinge sind verschwommen, vergänglich und oft nicht deutlich erkennbar. Saubere Lösungen finden nicht oft zu uns. Ich kann dir zumindest sagen, dass Audreys Tod letztendlich von einer plötzlichen, arrhythmischen Störung herbeigeführt wurde. Wie du wahrscheinlich schon erraten hast, habe ich einige Zweifel, dass das alles war, was dazugehörte. Ich habe das Medium dennoch angerufen und wir trafen uns ein paar Wochen nach Audreys Tod. Wir gingen zu dem Hotel und buchten dasselbe Zimmer, in dem Audrey gestorben war. Der Angestellte an der Rezeption war sicherlich neugierig, warum ich auf dieses Zimmer bestand, aber ich weigerte mich, es ihm mitzuteilen. Das Gesicht des Mediums verlor in der Sekunde, in der sie eintrat, seine Farbe. Sie ging 10 Minuten lang schweigend durch den Raum. Sie bewegte sich langsam, aufmerksam, schloss die Augen und atmete tief ein, während sie eine seltsame, bedrohliche Welt eintauchte. Ich kann nicht behaupten, dass ich sie um ihre Talente beneide. Irgendetwas unglaublich Mächtiges, sagte sie letztendlich. Es ist gerade nicht hier, aber ich kann seine Spuren fühlen. Wie lange ist es her? Etwas mehr als 2 Wochen. Ein ernster Ausdruck zog sich über das Gesicht des Mediums. Ja, sehr mächtig. Wissen Sie, um was für ein Wesen es sich hier handelt? Nicht präzise, aber ich kann Ihnen sagen, dass seine Seele schwarz und unendlich ist. Das Ding hat eine Seele? Alle intelligenten Lebensformen haben eine. Und was meinen Sie mit schwarz und unendlich? Ich meine damit, dass dieses Wesen ein verdorbener Vertreter des Todes selbst ist. Für einen Moment war ich sprachlos, als das Gewicht ihrer Worte mir den Atem raubte. Ein Tropfen, der vom Waschbecken im Badezimmer zu hören war, war das Einzige, das die erdrückende Stille brach. Was können wir dagegen tun? Fragte ich. Das Medium lächelte wehmütig, wegen meiner Naivität nehme ich an. Ich war jung und unerfahren und bereit für einen Kampf. Das wusste sie. Dann verdunkelte sich ihr Gesichtsausdruck, als sie einen letzten Blick in den Raum warf. Nicht ein bisschen.